Live Talk Radio 0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Yo! Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Wie immer eine Themennacht und heute heißt unser Thema die dunkle Seite meines Partners. Ich möchte gerne mit euch sprechen über die Abgründe, das Böse, das Widerwärtige, das Abstoßende, das ihr an eurem Partner entdeckt habt, von dem ihr vielleicht wisst, mit dem ihr irgendwie leben müsst, mit dieser dunklen Seite. Oder ihr habt euch vielleicht auch aufgrund der dunklen Seite eures Partners von eurem Partner getrennt, wie auch immer. Die dunkle Seite meines Partners. Vielleicht ist euch irgendwann etwas aufgegangen an eurem Partner, was ihr vorher überhaupt nicht für möglich gehalten habt und aufgrund dessen dann auch Konsequenzen gezogen habt und dieses Verhalten und diese Eigenschaft eben als die dunkle Seite dann erkannt habt. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, die kostenfreie Telefonnummer. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Michael und Michael ist 36. Guten Morgen. Hallo Domian. Ja, hallo Michael. Schön, Super. Dass du da bist. Ja, danke. Du hast dich zu diesem Thema gemeldet bei uns. Ja, ich hatte folgendes Problem. Ich habe das bei deinen Kollegen auch schon mal erwähnt. Mhm. Es ist folgendes. Ich habe eine Lebensgefährtin im Prinzip kennengelernt. Also ein Kumpel von mir hat mir eine Telefonnummer gegeben. Das war Anfang letzten Jahres. Und ich habe mit der Frau sehr viel telefoniert und bin dann auch immer hingefahren. Also sie wohnt in Bremen, ich wohne in Halle an der Saale. Ja. Und hab dann festgestellt, dass sie eine Hure ist. Also sie macht praktisch, Sex für Geld. Sagen wir ja, mal so. Ja. Wie hast du es festgestellt? Ja, sie hat mir das ja auch gesagt. Also sie war schon so offen, dass sie mir das also gebeichtet hat und hatte sie mir gesagt, okay, das mache ich und das tue ich. Ja. Wie viel Zeit war vergangen, nachdem ihr euch zumindest akustisch per Telefon kennengelernt habt, dass sie es dir gesagt hat? Ach, das war, also wir hatten mehrere Monate ganz und gar miteinander telefoniert erstmal, bevor wir uns das erste Mal gesehen hatten. Mhm. Und ich wusste ja das also, sie hatte mir das gesagt. Und Nein, die Frage war, wie schnell sie es dir gesagt hat. Nach wie vielen Tagen, Wochen des Telefonierens? So nach der ersten Woche. Die erste Doch Woche, schon. Zweite Woche. Ah ja. Also hatte sie mir das. Ja, und das hat dich dann nicht abgeschreckt, weiter mit ihr in Kontakt zu kommen und zu bleiben? Nein, nicht wirklich, weil ich mir eigentlich gedacht habe, es ist ja eigentlich der älteste Beruf der Menschheit, wenn man das so will. Ja. Ne? Also von daher kann man ja nicht unbedingt jetzt sagen, dass es da Schwierigkeiten gibt. Und da piepst irgendwas bei dir im Hintergrund. Ja, bei mir klingelt das Telefon hier, das ist ein Albtraum. Ich sehe das so. Ja, also okay. Das mal. So. Dann hast du das erfahren und hast dann weiter mit ihr telefoniert. Ist da daraus dann eine richtige Beziehung erwachsen, entstanden? Ja, richtig. Du bist heute mit dieser Frau zusammen? So ist es. Jetzt ist natürlich die Sache die, das ist jetzt natürlich eine ganz, ganz schwierige Geschichte, denn sie hat zwei Kinder, 12 und 14, und ich bin auch alleinerziehender Vater mit Kind und habe auch einen 14-jährigen Sohn. Und jetzt hat es natürlich riesige Probleme gegeben, weil ich ja praktisch dann immer von Halle nach Bremen hochgefahren bin mit dem Zug. Ich habe also extra eine Bahncard sogar gekauft und bin dann immer hochgefahren. Und es gab also riesige Schwierigkeiten. Und also ihr seid jetzt ein Paar. Dir macht es nichts aus, dass ihr als Prostituierte arbeitet. Auch jetzt, nachdem du ihr Partner geworden bist, macht dir das nichts aus? Ja gut, Domian, also es macht, was heißt, es macht mir nichts aus, es macht mir schon was aus. Natürlich finde ich das bedrückend, das zu wissen, dass meine Lebensgefährtin im Prinzip für Geld ihre Dienste anbietet. Ja. Wie arbeitet sie denn? Arbeitet sie in einem Club oder arbeitet sie auf der Straße oder wie macht sie es? Nein, sie macht das einfach zu Hause. Also wenn ihre Kinder in der Schule sind praktisch, früh morgens hat sie ihre Zeiten und sie hat also so eine Anzeige geschaltet von 10 bis, was weiß ich, 12 Uhr. Ach so. So nach dem Motto. Ja, und wie lange macht sie das schon?
Ach, das macht sie schon seit, also wie sie mir erzählt hat, seit, ja, 7 Jahren, mhm. 6, 7 Jahren und macht wie, sie das schon. Wie alt ist sie? 43. Ja. 43 ist sie schon. Stand denn da nicht irgendwie zur Debatte, nachdem ihr zusammengekommen seid, dass sie dann damit aufhören könnte, eventuell? Das stand auf jeden Fall zur Debatte. Ich habe ihr das auch nahegelegt und ich habe auch versucht, sie dahingehend mal, zu bewegen, zu drängen. Ja, oder zu bewegen, genau. Ja. Mhm. Und es ging immer darum, dass, wie gesagt, wir wollten ja eine eigene Wohnung miteinander nehmen und da hatte ich gesagt, naja gut, aber so geht's ja nun nicht. Also ich meine, das kann ich ja nur nicht weiter so tun. Vor allen Dingen ist es ja auch den Kindern zuliebe Blödsinn. Also es wurde viel hin und her geredet und gemacht und getan, aber sie arbeitet immer noch in dem Beruf. So sieht's aus. Ihr seid aber nicht in einer Wohnung im Moment. Wir sind im Moment richtig, das ist völlig richtig. Also ich wohne im Moment noch in Halle an der Saale und sie wohnt noch in Bremen. Ja. Ja. So, das hast du angerufen zu dem Thema die dunkle Seite meines Partners. Ist das für dich schon das Dunkle an deiner Partnerin, dass sie das weitermacht, obwohl ihr zusammen seid? Ja, das ist das eine Dunkle an ihrer Seite. Ich meine, da gibt es noch mehrere Dinge, die... Was denn zum Beispiel? Das ist ihr Alkoholkonsum zum Beispiel. Ach so. Der mir gar nicht gefällt. Also, ist sie Alkoholikerin, würdest du das sagen? Also ich würde behaupten, dass sie doch schon zu viel konsumiert. Also ich meine, ich bin kein Kind von Traurigkeit, Domian, das sage ich dir ganz offen und ehrlich. Ja. Ich bin ein gebürtiger Schwabe, ich trinke auch mal gerne mal. Die lassen es gerne mal krachen, die Schwaben. Ja. Okay, da gibt es noch andere dunkle Seiten, sagst du. Du nennst die vielleicht Alkoholabhängigkeit, was wäre es noch? Ja, das ist eben bei ihr das Problem, dass sie also zum Beispiel tatsächlich so in die Schiene fährt, dass sie also tatsächlich jeden Tag eine Flasche Uso wegtrinken muss. Ne? Okay, das war der Alkohol. Das ist schon eine ganze Menge, finde ich. Wenn eine Flasche Alkohol, Flasche Uso am Tag, ist das heftig. Gibt es sonst noch Beispiele, wo du sagst, das ist sehr dunkel bei der Frau, an der Frau? Ja, eben, also das sind eigentlich die zwei großen Dinge, die ich an ihr bemängle. Also dass sie eben, wie gesagt, Alkohol trinkt und dass sie eben prostituiert, also dass sie also viel Geld. Streitet ihr denn viel miteinander? Ja, das ist das Nächste. Also wie gesagt, es gab also auch einige Polizeieinsätze, die auch dahin geführt haben, dass ich also tatsächlich letzten Endes also ein Hausverbot bekommen habe. Also warum? Das war also ganz, ganz heftig. Du hast bei ihr Hausverbot bekommen? Ja. Weil die Polizei gesagt hat, dass ich sie angeblich bedrängt habe, obwohl es eigentlich genau genommen war es ja andersrum. Also sie hat mir das Gesicht zerkratzt, sie hat mir an die Hand gebissen und so weiter. Ach so. Aber machen Sie das mal der Polizei begreiflich. Ja. Das heißt, da kommt zu allem auch noch hinzu, dass sie auch noch handgreiflich wird bei dir in Streitereien. Ja, richtig. Das richtig auch noch. Genau. Klingt aber alles nicht dolle, Michael. Warum bist du mit der Frau zusammen? Tja, das ist eine gute Frage, Domian. Das ist eine gute Frage. Ich habe einen Narren an ihr gefressen und ich weiß aber nicht warum. Ja. Das ist es ja. Das ist ja das, das ist die Frage, die ich an dich richte. Ich versuche mir selber zu erklären, warum ich einen Narren an dieser Frau gefressen habe, obwohl sie prostituiert und wollen wir nochmal klarstellen, obwohl sie prostituiert ist, möchte ich nicht so stehen lassen. Prostituierte Frauen sind durchaus ehrenwerte Frauen, sagen wir es mal so. Ja, richtig, ne? Richtig. Nichts gegen Prostituierte. Aber ich kann durchaus verstehen, wenn man als Partner in so eine Partnerschaft reinkommt und erfährt, dass die Frau so arbeitet, dass man sagt, nein, das möchte ich nicht mehr. Das finde ich auch völlig verständlich. Ich würde auch so reagieren. Richtig. Weil ich kriege das nicht auf die Reihe, wenn meine Freundin dann jeden Tag mit mehreren Männern da ihren Job machen will, könnte ich nicht. Das müsste sie wiederum dann ja auch akzeptieren, wenn ihr etwas wichtig wäre an eurer Beziehung. Das zweite ist mit dem Alkohol, so wie du es gerade geschildert hast, ist das sehr ernst zu nehmen. Eine Flasche Uso am Tag finde ich schon heftig und vielleicht kommt da noch ein bisschen was dazu. Ja. Und dann noch dieses hysterische Verhalten von wegen Schlagen, Kratzen und so, würde mich schon sehr auf Distanz bringen, auch wenn ich die Person an sich lieben würde. Ja. Da würde ich mich fragen, was tut die für mich? Oder was tut diese Frau für uns? Was wirft sie in die Waagschale?
Ja, richtig. Das ist völlig richtig, was du sagst, Domian. Und genau das ist ja der springende Punkt, an dem ich natürlich ansetze und wo ich sage, sie hat ja selber zwei Kinder und ich bin ja auch alleinerziehend mit Kind, ich habe auch einen 14-jährigen Sohn. Ja, und trägst Verantwortung. Eben, ja. Und genau da liegt der springende Punkt. Und da muss man dann irgendwo schon mal einen Schlussstrich ziehen und muss sagen, es ist mal langsam gut. Also, Weißt du, sagen wir mal, die Frau ist 43 Jahre. Du sagst, dass sie schon sehr lange eine ganze Weile in diesem Job arbeitet. Jetzt kommt sie mit dir zusammen. Und vorausgesetzt, dass ihr auch sehr viel an dir und an eurer Beziehung liegt. Wäre es eigentlich eine tolle Sache, wenn sie sagen würde, okay, das ist jetzt meine Vergangenheit, ich mache einen Strich drunter und fange mit dir, jetzt mit dem Michael, ein neues Leben an. Das wäre ein Entgegenkommen dir gegenüber und damit könntest du was anfangen. Aber so höre ich nur, dass sie einfach ihr Ding weiter durchzieht. Stimmt, ne? Das ist völlig korrekt, Domian. Ja. Genau das ist so. Der Punkt. Und da, wenn ich noch kurz was dazu sagen darf, es ist folgendermaßen. Das Problem ist also, sie lebt ja in einem Dorf praktisch südlich von Bremen und das ganze Anwesen gehört ihren Eltern. Das heißt also, sie steht ständig unter dem Druck ihrer Eltern und ihre Kinder werden auch ständig von ihren Eltern unter Druck gesetzt. Das heißt also, das ist, ich will es mal vorsichtig ausdrücken, spießig. Da muss also alles passen, da muss alles stimmen, da muss die Konfirmation perfekt sein. Das passt aber nicht dann da rein, dass sie als Prostituierte arbeitet. Ja, aber das ist ja das Kuriose. Warum arbeitet sie überhaupt, wenn das ganze Anwesen da der Familie gehört, hat sie es denn finanziell nötig? Ja, das ist das Kuriose, Domian. Das ist ja das, was ich auch nicht verstehe. Ja. Ich hab ihr diese Frage schon 100-mal gestellt und habe ihr gesagt, du sag mal, eigentlich hast du es ja eigentlich gar nicht nötig. Ich meine, gut, du bist Hartz-IV-Empfängerin und bekommst nicht allzu viel Geld, obwohl du ja trotzdem zwei Kinder hast und damit kann man eigentlich leben. Also ich schaff's ja auch mit meinem Sohn, ne? Ich als Alleinerziehender, ich komme also, mit meiner Kohle. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde, dass du an deiner Stelle musst irgendwo eine Grenze und einen Punkt für dich setzen, dass du sagst, bis dahin und nicht weiter. Und ich finde, der Punkt ist schon überschritten. Und wenn dann von ihrer Seite aus nichts kommt, finde ich das, dass du da einfach dann den Rückzieher antreten müsstest. Einmal aufgrund der Gegebenheiten, aber auch noch im Hinblick auf deinen Sohn und die Verantwortung, die du für deinen Sohn trägst. Lieber Michael, wir reden schon ziemlich lange. Ich habe dir, glaube ich, jetzt so grob meine Meinung zumindest gesagt. Ich habe den Eindruck, dass du dir zu sehr auf der Nase rumtanzen lässt. Und alles ist mit ich liebe sie aber doch nicht zu rechtfertigen. Zieh Konsequenzen und erfordere was ein von der Frau. Und wenn sie das nicht gibt, dann geh. Alles klar. Wünsche dir alles Liebe, alles Gute, Michael. Domian, ich danke dir. Tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Wir haben heute eine Themennacht und das Thema heißt die dunkle Seite meines Partners. Was ist die dunkle Seite eures Partners, die ihr vielleicht lange gar nicht gesehen habt, lange gar nicht erkannt habt und durch irgendeinen Zufall oder ein Ereignis sind euch die Augen aufgegangen und ihr habt gesehen, was mit dem Typ oder mit der Frau los ist, was sie alles macht oder was er alles macht. Vielleicht habt ihr euch getrennt von eurem Partner, vielleicht lebt ihr aber auch noch weiter mit ihm unglücklich zusammen oder aufgrund irgendwelcher Verstrickungen könnt ihr euch nicht so einfach trennen. Also, die dunkle Seite meines Partners, wenn ihr gar nicht mehr sprechen wollt, meldet euch unter unserer freien Telefonnummer 0800 220 5050, der kostenfreien Telefonnummer, oder mailt unter domian@wdr.de. Claudia ist hier, Claudia ist 28 Jahre. Guten Morgen. Hallo Claudia. Hallo. Hallo. Die ganz stille Claudia. Ganz stille Claudia. Das hört sich so ganz ruhig an. Claudia, du möchtest auch über die dunkle Seite deines Partners mit mir sprechen. Ja, und zwar folgendes. Ich glaube, mein Freund ist schwul. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? 6,5 Jahre. Schon eine gute Zeit. Ja, wir haben auch eine Tochter zusammen. Wie alt ist die? 15 Monate. Ja. Warum glaubst du, dass dein Freund schwul ist? Mein Freund verbringt viel lieber die Zeit, ich bin ein bisschen nervös. Ja? Viel lieber die Zeit mit seinen Kumpels, mit seinem besten Freund. Ja, daran liegt es jetzt nicht. Nee, nicht unbedingt, das machen viele Jungs. Ja, aber nur eine Stunde mit uns am Tag. Ja. Mit seiner Beziehung und mit seiner Tochter auch, nicht länger. Und wenn er hier ist, ist er immer abwesend, egal auf was man ihn anspricht. Der raucht auch, kifft. Ja.
der ist dann nie wirklich da, egal was ich mit den Reden tue. Mir kommt es so vor, als wie wenn ich mich mit meiner Wäsche unterhalten tue und kriege keine Antwort. Wir haben beide ein Collier-Handy. Ich bin auch sehr neugierig und eifersüchtig dazu. Wir haben beide ein Collier-Handy. Mein Collier-Handy war letztens leer. Die Karte war leer. Meine Mutter hat mir eine SMS geschickt. Und bei uns ist es dann so, je nachdem, wessen Karte leer ist, benutzen wir dann auch mal das andere Handy, um zu antworten. Und da habe ich von seinem Handy aus antworten wollen. Daraufhin hatte er mir erst das Handy abgenommen. Ganz spontan ist er vom Esstisch zur Couch gesprungen. Was schon verdächtig ist, ne? Ja, und daraufhin habe ich dann gesagt, was ist denn, was hast du denn mit deinem Handy? Mhm. Dann ist er auf Toilette und ich habe extra dann laut gesagt, ich guck mal in dein Handy rein, ja? Mhm. Der ist auf Toilette gestürmt, mir das Handy aus der Hand gerockt. Nee, geh vor mein Handy weg, das ist meine Sache. Na gut, habe ich es dann da drauf belassen. Als er dann geschlafen hat und sein Handy geklingelt hatte, hat mich das dann wieder erweckt. So, jetzt gucke ich doch mal, was ist in diesem Handy los. Dann habe ich eine MMS gefunden von seinem besten Stück, das er verschickt hatte. Ach, wohin hat das verschickt? Ich dachte zuerst an eine Frau. Ja. Es war eine MMS drinne mit seinem Gesicht. Sehe nicht so böse aus, wie ich bin nicht so böse, wie ich gerade schaue. Ja. Ah ja, habe ich mir gedacht, naja, war es vielleicht eine Frau, vielleicht hat er ja eine andere. Und das, dann weiß ich ja auch, warum er keine Zeit mit uns verbringt. Dann die nächste SMS, sein bestes Stück. Bei ihm im Badezimmer, nur Unterteil. Also nur von seinem... Und du kannst, man kann ja in der Regel sehen, wohin was verschickt worden ist. Ja, genau. Und dazu stand ja dann zu seinem Schwanz, auf Deutsch gesagt, stand ja dann, bin leider nicht mobil. Dann bin ich stutzig geworden, was ist das denn? Ja. Dann habe ich geguckt nach der Telefonnummer, wohin wurde das verschickt, habe angerufen. Dann ist ein Typ dran gegangen. Dann war ich erstmal so ganz baff, ist das jetzt der Freund von der TUS? Oder was ja sein hätte können. Was man ja im ersten Moment denkt. Könnte sein, so. Dann habe ich ein paar Minuten gewartet, dass es nicht so auffällt und habe mit seinem Handy in seinem Namen diesen Typ geschrieben. Weißt du noch, wer ich bin? Kannst du dich noch an mich erinnern? Kam eine Nachricht, nee, weiß jetzt gerade nicht, wer du bist. Dann habe ich wieder geantwortet, ja, ich hatte dir doch vor 4-5 Tagen meinen Schwanz geschickt. Kannst du dich jetzt dran erinnern? Nee, kann ich noch nicht. Kannst du mir deinen Schwanz nochmal schicken? Ja, kein Problem. Habe ich das nochmal geschickt, ja? Und habe dazu geschrieben dann, kannst du mir denn auch nochmal ein Foto von dir schicken? Vielleicht auch so ein Foto? Naja, du meinst irgendein Foto. Irgendein Foto meinte ich jetzt. Weil ich wissen wollte, ist es jetzt der Typ oder ist es jetzt eine Tote? Ich habe ja auch dazu geschrieben, weiß jetzt gerade nicht mehr, wie du aussiehst. Genau. Macht sich so spannend. Kam ein Männerbild zurück? Ja. Es kam ein Männerbild zurück. Was für ein Männerbild? Von oben oder von unten? Von oben, so wie ich dich jetzt auch sehe. Von oben. Ja, witzig ist das für dich, ist das nicht witzig? Nee, somit, ist das nicht schlimm. Somit war das für dich, war die Beweisführung klar, ne? Dein Freund hat einem anderen Mann ein Foto von seinem Genitalien geschickt. Ja. Und irgendwas läuft da. So, jetzt hast du da akribisch alles rausbekommen. Hast du ihn mit diesen Erkenntnissen konfrontiert, deinen Freund? Ja, habe ich. Und was sagt er? Ich habe zunächst erst so getan, als würde ich denken, es ist eine TUS, um die Reaktion von ihm zu sehen. Und ich habe ihn gefragt, hier, was soll denn das? Ja, warum gehst du nur einfach an mein Handy? Das hat jetzt nichts da. Das geht ja jetzt nicht darum, warum ich ans Handy gehe oder nicht. Ich will wissen, was das soll. Ja, ich war das nicht. Wie du warst das nicht. Du hast deinen Schwanz fotografiert mit deinem eigenen Handy in deiner Wohnung im Badezimmer. Ja. Weil im Hintergrund habe ich erkannt, dass es im Badezimmer war bei dem zu Hause. Nach längerer Diskussion hat das denn eingestanden? Nein, bis heute noch nicht. Bis heute noch nicht, ja. Also ich will nur mal klarstellen, das ist natürlich auch nicht in Ordnung, in fremden Handys rumzuschnüffeln. Ne? Stellen wir mal einfach so hin. Ja, er guckt aber auch in mein Handy. Ja, sollte man auch nicht meinen. Ich finde, das ist einfach so persönlich und so. Aber nur ist ja eine Information da rausgekommen, die ist nicht mehr rückholbar. Jetzt stehst du da und hast wirklich den dringenden Verdacht, dass dein Freund, mit dem du so lange zusammen bist, und ihr habt ein Kind, ein gemeinsames Kind von 15 Monaten, dass der vielleicht nicht schwul, aber irgendwie Männerkontakte hat und dir auf jeden Fall fremd geht. Ja. Und dann wahrscheinlich mit einem Typ. Ja. Das ist natürlich eine krasse Vermutung und auch eine bedrückende Vermutung.
Und er äußert sich überhaupt nicht dazu. Er sagt, er streitet es ab. Er sagt, irgendein Kumpel von mir hat es verschickt. Mhm. Hallo? Mhm. Mhm. Also das ist jetzt erstmal das Hauptding, was dich skeptisch macht. Darüber hinaus dieses, dass er nur eine Stunde am Tag bei euch ist, was ja auch wirklich sehr wenig ist. Aber er hat eine Arbeit. Nö. Nee? Nee. Ach, er hat nicht mehr eine Arbeit. Nee, der ist arbeitslos. Und dann ist er nur eine Stunde zu Hause am Tag? Ja, der sitzt den ganzen Tag bei seinem Kumpel, besten Freund, wie ich das auch nennen mag jetzt, ja. Von morgens bis abends im Internetcafé. Der hat ein Internetcafé. Ach so. Auch wenn ich den dann manchmal anrufe. Ja, ob mit ID oder ohne ID, der geht nicht an sein Handy dran und dann ist das Handy aus. Das heißt, es kann also durchaus sein, dass der da in dem Internetcafé wild rum surft im Netz, auch auf den entsprechenden Sex-Kontaktseiten und kann sein, seinen Spaß dann irgendwo mit Männern und Frauen oder nur mit Männern hat. Ja. Wie geht's dir denn jetzt so mit dieser Vermutung, mit dieser vielleicht sogar sehr begründeten Vermutung? Beschissen. Das glaube ich. Weil ich weiß ja gar nicht, woran ich bin, dadurch, dass er das ja auch abstreiten tut. Ich meine, ich habe es ja gesehen und ich habe ja auch gesagt, dann sag mir wenigstens, wie kommt es dazu, dass irgendein Kumpel ein Foto von deinem Schwanz macht und das verschickt? Das musst du doch mitgekriegt haben. Ja, wie hat er das denn dann wiederum erklärt? Das habe ich nicht gemacht. Das Bild wurde im Stand gemacht. Das konnte man auch erkennen, dass er gestanden hat. Ja? Ach so, das heißt also, er streitet einfach Sachen ab, die man eigentlich nicht mehr abstreiten könnte. Ja, ganz genau. Also, das ist so, wenn jemand sich in die Ecke gedrängt fühlt, der streitet ab, aber alle Fakten sprechen dafür und man weiß, er streitet es nur aus Feigheit ab. Ja. Ne, so weiß es das. Wie ist denn an sich so euer Sexualleben? Schlecht. Ach. So gut wie gar nicht. Wie oft denn? Vielleicht. Ich nehme die Pille, daher weiß ich es jetzt so genau, ja. Die Pillenpackung hat 21 Tage. Ja. Vielleicht zweimal. Und wie ist das dann, wenn es passiert? Einfach, auf gut Deutsch gesagt, rüberrutschen, fertig. Das war's dann. Es war auch so, dass er schon zu mir gesagt hat, ey, ich mag's, wenn du mir einen runterholst. Bei ihm ist es so wie als wenn der nur den Druck einfach rauslässt. So. Wie ist er denn zu dem Kind? Am Anfang war das nicht so. Ganz am Anfang war das nicht so. Das war auch schon schlecht, aber wir hatten mehr Sex zusammen, ja. Der war auch nicht oft da. Wir haben noch nie so viel miteinander gemacht. Aber ich habe dann gedacht, naja, vielleicht ändert sich das ja. Nee, ich meinte so, wie er sich dem Kind gegenüber verhält, eurem gemeinsamen Kind. Ach so, dem Kind gegenüber auch. Als wäre es nicht seins. Also auch nicht sehr engagiert. Das heißt, im Klartext, Claudia, du führst da nicht gerade ein schönes und glückliches Leben. Ja, ne? so ungefähr. Obwohl alles schön sein könnte. Ihr habt ein kleines Kind, das hoffentlich gesund ist und alles funktioniert. Aber mit ihm funktioniert überhaupt gar nichts. Jetzt ist die Frage, wie lange du dir das noch antun sollst. Das weiß ich nicht. Deswegen hatte ich mir ja mal gedacht, ich unterhalte mich mal mit jemandem außenstehend. Ja, weil meine Mutter hat mir das auch schon gesagt, so wie du halt. Ja. Und nein, das Gemeine ist daran, dass erstmal irgendwas stimmt da schon nicht, wenn jemand arbeitslos ist und am Tag nur eine Stunde bei der jungen Familie ist. Da stimmt was nicht. Da ist schon mal. Kommt manchmal abends um 9 Uhr. Ja. Das erste Mal. Und haut gleich morgens ab nach dem Aufstehen. Der schläft ja noch nicht mal jeden Tag hier. Und wenn er hier schläft, dann steht er auf und ist binnen 10 Minuten weg. Ja, das sind keine Zustände, sage ich. Das sind definitiv keine Zustände. Da musst du den zum Klartext zwingen. Ja. So sehr, dass ihm klar ist, wenn nicht irgendetwas von ihm kommt, dass du gehst. Ich muss mich ändern. Ja, bei ihm kommt dann eher, du musst dich ändern. Ja, was sollst du denn ändern? Ja, ich weiß es nicht. Das habe ich auch schon gesagt. Ich gehe arbeiten. Ich habe eine Wohnung, ja. Dann sagst du ihm, wenn er sagt, du sollst dich ändern, du weißt es nicht, dann sagst du ihm, du bist bestimmt dazu bereit, Claudia, könnte ich mir vorstellen. Dann sagst du ihm, komm, lass uns gemeinsam zu einer Partnerberatung gehen. Das hat meine Mutter auch schon zu mir gesagt. Ja. Aber das würde der nicht machen, auf keinen Fall. Schlag es vor. Ja. Schlag es vor, damit er kapiert, wie ernst es ist. Und dann sag ihm auch, wenn du nicht mitkommst, gehe ich da erstmal alleine hin. Das kannst du auch machen. Ja. Dann hast du nämlich noch einen weiteren, einen qualifizierten Ansprechpartner.
Und daraus würde ich dann irgendwann auch eine Konsequenz ziehen. Denn er scheint unglücklich zu sein, unzufrieden mit seinem Leben. Du bist es. Er belügt dich. Also irgendwas muss doch da erst in die Gänge kommen. So geht es doch nicht weiter. Ich würde dir gerne eine Beratungsstelle in deiner Gegend, in deiner Umgebung von meiner Psychologin jetzt noch geben lassen. Da kannst du entscheiden, wie, wann und ob du da hingehst. Ja. Einverstanden? Lass es nicht mehr so lange mit dir machen. Das klingt alles nicht gut, Claudia. Ja. Du legst bitte auf und die Elke, meine Psychologin, ruft dich jetzt an. Okay, danke. Alles Liebe, alles Gute. Tschüss. So, meine Lieben, unser Thema heute Nacht heißt die dunkle Seite meines Partners. 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir über diese dunkle Seite eures Partners sprechen wollt, was immer das auch sein mag, was immer Schlimmes, Abstoßendes, Unerträgliches oder Mysteriöses das vielleicht auch ist, was ihr da an eurem Partner entdeckt habt, ihr könnt euch gerne melden oder ganz einfach mailen unter domian@wdr.de und wenn ihr meldet, nicht die Telefonnummer vergessen, weil wir euch ja auch zurückrufen sollen. Hier ist Ina und Ina ist, wo ist sie? Hier ist sie. 45, guten Morgen. Hallo Ina. Morgen Jürgen. Hallo Ina. Du machst bitte den Ton ganz weg vom Fernseher und vom Radio. So, jetzt können wir anfangen. Gut. Was ist es denn bei dir, bei euch, bei ihm? Also Jürgen, ich bin ziemlich schockiert. Erstmal muss ich sagen, ich selber habe weder einen Computer noch ein Internet. Und habe von vielen Dingen, muss ich ganz ehrlich sagen, trotzdem ich über 40 bin, überhaupt nichts gewusst. Und ich habe seit 2 Jahren eine eigentlich relativ legere Beziehung zu einem Menschen gehabt, der hier aus derselben Stadt kommt wie ich. Das ist tiefste Provinz, Kleinstadt. Er wohnt circa 200 Kilometer von mir entfernt. Dann waren wir wieder eine Zeit getrennt, weil er sich doch wohl immer wieder für seine Ex-Partnerin entschieden hat. Dann wieder zusammen, wieder auseinander. Irgendwann Anfang des Jahres stand er denn hier und sagte so, wir wollen das jetzt mal auf eine ganz andere Bahn führen und ich möchte mit dir leben und ich möchte mit dir alt werden und irgendwie müssen wir das jetzt hinkriegen. Und ich habe mich auch wirklich wieder darauf eingelassen. Ja. Was ich nicht wusste ist, er ist nicht nur in sehr vielen Single-Chats, Sadomaso-Chat und so weiter vertreten. Er hat zeitgleich mit mir, mit mehreren Frauen, ein sexuelles Verhältnis und auch ein Lebensverhältnis quasi. Wir alle wussten nichts voneinander. Ich bin vor einigen Wochen von einem guten Freund angerufen worden, der selber User dieses Chats ist, der mir dann sagte, du, ich muss dir mal was zeigen. Auch wenn du mich nicht mehr grüßt, ich muss dir einfach zeigen, was der Mann, den du so innig liebst, eigentlich tut, wenn er nicht bei dir ist. Er arbeitet im Fernverkehr, das muss ich dazu sagen. Ja. Er hat also, ich sag mal, durch ganz Deutschland nicht nur sexuelle Kontakte, sondern auch seine Frauen im Internet, ob nackt, ob mit offenen Genitalien, ob gepierst, ob tätowiert, mit allen Maßen, mit allem, was man sich vorstellen kann, zeigt er, preist er an. Jetzt muss ich mal recht unterbrechen, sonst habe ich die Frage vergessen, die wichtig ist für mich. Dein Bekannter, der dich darauf hingewiesen hat, wie hat der wiederum... In dem Chat hat er ihn gesehen. Ja, genau. Wie hat er ihn erkannt in dem Chat? Er kannte ihn ja durch mich. Wir selber waren ja, wenn wir hier waren, bei mir sind wir ja zu Veranstaltungen, Feten, zu meinen Freunden, Bekannten und so gegangen. Aber im Chat sieht man... Und er hat uns dann zusammen gesehen und sagte, Moment mal. Moment, sieht man denn in diesem Chat auch die Gesichter? Was ich auch nicht wusste. Wie gesagt, ich habe das erst vor einigen Wochen erfahren. Ja? In diesem Chat sind quasi Foren und in diesen Foren sind Galerien und diese Galerien kann man dann antickern. Ach so. Und dann eröffnen sich die Bilder, weil die sind nicht für jeden zugänglich. Nur wenn man selber bezahlt hat und User dieses Chats ist. Ansonsten kann da jeder Einblick nehmen. Mein Freund selber hatte mir sogar gezeigt, dass er in diesem Chat Mitglied ist, hat mir aber gesagt, von ihm existieren keine Bilder darin. Ja. Hat mir quasi auch sein Layout gezeigt. Ich empfand das als relativ harmlos, als Erfahrungsaustausch und dachte noch, naja, ist in Ordnung. Ne? Also, das ist, glaube ich, ein bisschen kompliziert zu erklären. Vielleicht müssen wir es auch gar nicht so ganz detailliert erklären, sondern wir glauben es einfach, wie du es sagst, das ist jetzt rausgekommen, dass er aufgrund dieser Chatverbindung einmal erkannt worden ist von deinem Bekannten und dass er ganz viele Kontakte zu anderen Frauen hat. Richtig. Wie viele Kontakte weiß man gar nicht? Nein. Was jetzt auch der Fall ist, ich habe aufgrund dessen dann Kontakt, also ich bin von einer seiner Damen angerufen worden. Ich schätze, dass die meine Nummer aus seinem Handy
Ach, das ist ja eine ganz verwirrende Geschichte. Das ist ja ganz verrückt. Und diese Frau hat mir dann, also das war ja alles parallel und dadurch kam ich ja überhaupt erst auf die Idee, mich überhaupt zu erkundigen. Ja. Die hat mich angerufen, hat ganz klar gesagt, hör mal, du sitzt da unten in deinem Nest, aber wenn er hier ist, dann schläft er nicht nur mit mir, er besucht mit mir Konzerte. Also der führte im Prinzip ja das Parallelleben da oben nochmal. Ja. Hast du ihn denn jetzt mit diesen Erkenntnissen... Ach. Das war noch viel besser. Ich habe dann Kontakt zu seiner Ex-Freundin aufgenommen. Mhm. Ich habe nämlich von ihm ein altes Handy übernommen, wo noch einige SMS gespeichert waren. Das ist unglaublich. Beziehungsweise diese Sendereporte. Diese SMS-Geschichten, die führen zu so vielen Spuren. Ja. Ne? Mhm. Und habe dann eine Nummer angerufen und an der Nummer, ich kannte den Namen seiner Ex-Freundin, über sie hatte er mit mir auch oft gesprochen, die hat mich umgehend zurückgerufen, hat mich also wirklich fast 3 Wochen täglich angerufen, nicht nur getröstet, gestützt, gehalten, mir jedes Puzzleteil ergänzt, was mir fehlte. Dadurch weiß ich, dass nicht nur sie, er und ich 1,5 Jahre eine Dreiecksbeziehung geführt haben, obwohl er mir immer gesagt hatte, ich treffe sie noch, ich sehe sie, wir besuchen zusammen Veranstaltungen, aber es ist reine Freundschaft. Mhm. Den Zahn hat sie mir dann gezogen. Er hat gleichzeitig noch mit einer zweiten Frau gelebt, nachdem er bei ihr ausgezogen ist. Ja. Also da ist ein ganzer Kosmos aufgegangen. Also unglaublich. Wie ist der Stand der Dinge im Moment? Wie ist dein Verhältnis zu ihm? Ich habe ihn mit der Tatsache konfrontiert, dass mich eine seiner, ich nenne es mal so, Flittchen, Schlampen oder Sklavin angerufen hat und mir gesagt hat, dass die Bedürfnisbefriedigung, wo er ja sagte, ja, wenn wir uns nicht sehen, ich kann doch verzichten und ich liebe doch nur dich und ich möchte noch so viel mit dir gemeinsam erleben. Okay, sag mir mal einfach. Also da muss man nicht so sülzen. Seid ihr jetzt noch zusammen? Nein. Nein. Also ich habe seitdem auch von ihm nichts mehr gehört. Er hat alles abgestritten. Das stimmt ja angeblich gar nicht. Es ist ja alles erstunken, erlogen und üble Nachrede. Was er nicht weiß, ist, ich habe einen guten Freund, der sich mit Computern sehr gut auskennt. Und er hat mir alle Bilder, Zugangsdaten, alles von ihm ausgedruckt. Das heißt, ich habe es bunt auf weiß ungefähr. Ist das krass? Das vor allen Dingen, weil er noch zu mir gesagt hat, und das Schlimmste ist eigentlich, weil ich dem Internet, ich bin also... nicht sehr visiert, was das Internet anbelangt, und hatte immer meine Vorbehalte. Das hat er mir vorgehalten, du und deine Bilder, deine Vorurteile, die armen Schweine, die wortwörtlich das Internet nutzen müssen, um sexuelle oder partnerschaftliche Kontakte zu knüpfen, die nicht in der Lage sind, in einer Kneipe oder sonst wo eine Bekannte aufzuweisen. Also das Schlimme an der Geschichte finde ich, dass du dich da eine ganze Weile in Sicherheit gewogen hast. Das ist dein Freund, das ist eure Beziehung und er dir ja wirklich eine perfekte Welt vorgelogen hat. Ja, ja. Und das bricht dann alles wirklich, wie in einem Film ist das ja, ne? Wie in einem ausgedachten, eine Telenovela, kann man ja fast sagen. Wie und wenn du denn, ich es nicht alles ausgedruckt hätte, es würde mir auch kein Mensch glauben. Niemand könnte, wie gesagt, was ich dir jetzt erzählt habe, ist das, was man in der Kürze der Zeit schnell auf einen Punkt bringen ja, kann. Ja, ich erahne das schon so. Ja, genau. Ich glaube das. Ich erahne das schon, was das für einen Rattenschwanz mit sich gezogen hat. Wie gehst du denn mit dieser persönlichen Verletzung um? Die ist doch immens. Also die ist eigentlich heute, deswegen war ich so erstaunt, dass ausgerechnet heute dieses Thema kam. Ich stand mit verschiedenen Gesundheitsämtern in Kontakt. Ich habe also definitiv das Gesundheitsamt seiner Heimatstadt informiert. Ich selber stand auch mit der Kripo in Kontakt, also der Kripo hier vor Ort, ich kenne da Leute, um mich zu erkundigen, was ist überhaupt statthaft. Wenn jemand preisgibt, wir sind, was weiß ich, auf dem und dem Treffen oder jemand seine Partnerin im Prinzip ja zur Versteigerung freigibt quasi. Was ist daraus geworden? Ist sowas erlaubt? Ist sowas möglich? Es ist wohl erlaubt und möglich, solange die jeweiligen Frauen damit einverstanden sind. So, das war aber nicht meine Frage. Meine Frage war, wie du persönlich mit der Verletzung umgehst. Ich habe heute meine Testergebnisse erhalten und bin Gott sei Dank in allen Punkten negativ und kann das jetzt, denke ich mal, irgendwo verarbeiten. Ich verstehe. Das heißt, ihr habt auch ohne Kondome Sex gehabt? Ja, innerhalb von 2 Jahren, wenn man glaubt, dass... Natürlich. Natürlich, die Komponente kommt ja neben dem Betrug auch noch dazu, dass man sich vielleicht von so einem Typ sogar eine tödliche Krankheit holen kann. Nicht nur die tödliche Krankheit, AIDS wird ja immer, ich sag mal, überschätzt, die anderen Geschlechtskrankheiten. Natürlich. Die Limonaden und so, die sind ja... Ich bin sehr froh, dass du gesund bist. Aber ich stelle nochmal die Frage, weil ich glaube, dass das muss doch eine Wirkung haben. Wie gehst du mit dieser Verletzung, mit dieser persönlichen Vertrauensverletzung und mit dem Bruch, den dir angetan wurde? Ja, also ich bin wochenlang so erschüttert gewesen. Man kann das vergleichen, denke ich mal,
wenn Freunde sagen, Mensch, du hast es aber doch früh genug gemerkt und jetzt komm noch davon los. Hm. Ich muss sagen, es war, ja, alles erschüttert eigentlich. Was wirst du jetzt daraus mitnehmen aus dieser Geschichte? Sehr viel Skepsis? Nicht nur viel Skepsis. Ich würde keinem Menschen mehr trauen, soweit mein Auge nicht sieht. Ich würde jedes Handy kontrollieren, jeden Tachostand, jede Telefonnummer nachwählen. Mhm. Und ich kann es jedem nur empfehlen. Ja, einerseits, was ich gut verstehen kann, nachdem man dich so betrogen hat. Andererseits finde ich, dass man auch aus solchen schlimmen Erlebnissen nicht zu schlecht lernen sollte, in Anführungszeichen. Denn du musst ja auch den Menschen, die ehrlich sind, auch eine Chance geben, die auf dich zukommen werden, wieder in Zukunft. Die Gefahr besteht, dass du dich aufgrund dieser schlechten Erfahrung in eine Isolation begibst. Und das ist eher nicht wert, dass das so eine Fernwirkung in deine Zukunft hat. Das heißt, du musst da ein Mittelmaß finden, du musst skeptisch sein, aber du musst auch irgendwann deinem Gefühl wieder vertrauen und sagen, okay, das ist ein ordentlicher Mensch, dem vertraue ich. Ich will nicht alles kaputt machen. Nur ich habe das ja jahrzehntelang gedacht im Prinzip. Ich selber bin vom Fach, ich habe immer nur mit Menschen gearbeitet, mit Drogenprostituierten, mit Leuten, die wirklich aus dem Milieu kommen. Ich habe selber Mädchen zusammengestaucht, die das Gesicht zerschnitten hatten, denen so viel angetan wurde und habe gesagt, wie könnt ihr so dumm sein und euch, was weiß ich, für diesen Typen noch auf den Strich zu gehen, Drogen zu nehmen, Drogen anzuschaffen, wie auch immer. Und dass man selber dann mal drin ist in der Schraube, das hätte ich nie gedacht. Ne? Dennoch wünsche ich dir von Herzen, dass du irgendwann wieder so, oder möglichst bald so ein gesundes Maß an Vertrauen zu Menschen doch wieder zurückgewinnst, weil das ist einfach, glaube ich, das Natürliche und das Richtige. Alles Liebe und alles Gute, wirklich von ganzem Herzen wünsche ich dir. Alles, alles Gute, liebe Ina. Ja, danke schön. Dass du, wenn noch mal ein Mann kommt, das wünsche ich dir sehr, dass das ein guter Typ ist. Ach Gott, also, naja. Jetzt bist du erstmal bedient mit den Kerlen, ne? Von den Kerlen. Nicht nur das, ich glaube, ich würde bei jedem erstmal nachfragen, ob er überhaupt im Internet irgendwelche Kontakte knüpft oder je geknüpft hat. Also ja, für mich ist sowas mittlerweile ein absolutes Tabu. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Ihnen. Tschüss. Weiter geht's mit Anja. Anja ist 33. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Anja. Und hallo. Da ist auch noch in deiner Gegend ein Patrick, 35, stimmt das? Ja, das ist mein Mann. Das ist dein Mann. Und wir reden jetzt erstmal wir beide auch über deinen Mann. Ja. Über die dunkle Seite deines Mannes. Genau. Die wie aussieht und was ist das, diese dunkle Seite? Ja, das ist, er bevorzugt so ekelhafte Analspiele, würde ich das mal so sagen. Beschreib's mir mal ein bisschen genauer. Wir haben einen Sohn, der ist 3 Jahre alt. Ja. Und zum Beispiel hat er so kleine Spielzeughammer und die führt er mir anal ein oder so kleine Bauklötzchen. Die führt er dir anal ein? Ja. Ist das eine neue sexuelle Spielart von ihm? Hat dich das erstaunt jetzt oder gab's das immer schon? Nein, so seit ungefähr einem Jahr und das wird jetzt letzte Zeit richtig, also der will auch gar nichts anderes mehr und das ist nicht das, was mir Spaß macht. Hm. Ich mache das eigentlich nur für ihn, damit er sich das nicht woanders holt. Er weiß auch, dass es mir nicht gefällt. Ja, das ist überhaupt nicht dein Ding und du findest das eher abstoßend, als das nur ansatzweise irgendwie anregend oder sexuell interessant für dich. Ja, genau. Wie reagiert er denn darauf, wenn du da sagst, nein, das will ich nicht? Meistens sage ich das auch, aber ab und zu mache ich es dann einfach, um sicher zu gehen, dass er dann doch seine Lüste befriedigen kann. Und weil ich kann mir schon vorstellen, wenn jemand sowas hat, dass er das irgendwo ausleben will. Und ich möchte auch nicht unbedingt, dass er es bei einer anderen Frau auslebt. Ja. Nun sitzt der Patrick neben dir, dein Mann. Ist er bereit, auch ein paar Worte mit mir zu sprechen? Nee, da hatte ja gerade schon jemand mit ihm gesprochen, aber der, es war ja eigentlich mehr oder weniger meine Idee und er ist, eigentlich nicht wirklich bereit. Hast du denn den Eindruck, dass er das ernst nimmt, wenn du sagst, dass du das nicht möchtest und dass du das eigentlich abstoßend findest? Für ihn ist das so normal, dass er sich das eigentlich kaum vorstellen kann, dass ich das so abstoßend finde. Wie lange seid ihr insgesamt zusammen?
Oh, wir sind 8 Jahre verheiratet. Acht Jahre? 10 Jahre ungefähr. 10 Jahre. Mhm. Und das hat dann erst so vor kurzer Zeit letztendlich angefangen. Ja. Aber dann ist es doch für ihn auch nicht so normal. Das hat er dann doch auch neu entdeckt an sich, oder? Ich denke einfach eher, dass er sich vielleicht eher nicht getraut hat. Hat er denn früher, bevor er dich kennengelernt hat, mit anderen Frauen solche Erfahrungen gemacht und solche Spielchen betrieben? Also er hat gesagt, nein, da war immer nur der normale Analverkehr. Aber sowas nicht, nein. Den gibt aber das hat sich letzte Zeit so heftig gesteigert, ja. Dass es jetzt für ihn wirklich einfach dazugehört. Das heißt, wenn es zum Sex kommt zwischen euch beiden, musst du immer davon ausgehen, jetzt kommt er gleich wieder mit dem Bauklötzchen an und mit dem Hammer. Mhm. Um es mal salopp zu sagen. Ja. Mhm. Es gibt keinen normalen Sex mehr ohne diese Geschichten. Doch, wenn ich dann Nein sage, dann akzeptiert er es meistens, aber manchmal, ich möchte einfach nicht, dass er sich das dann woanders holt. Das hast du ja schon ein paar Mal gesagt, das ist deine große Angst. Ja, weil ich kann mir das auch, wenn ich mir das ganz objektiv betrachte, ich meine, da kann er nichts für und wenn es wirklich etwas ist, was der unbedingt braucht, dann... Also ich will dir mal sagen, er ist unter uns Betschwestern. Es gibt ja die verrücktesten sexuellen Praktiken. Mhm. Aber kein Mensch auf dieser Welt braucht es, einem anderen Menschen Bauklötze oder kleine Hämmer in den Po zu stecken. Also das mag vielleicht dem einen oder anderen Spaß machen. Okay, aber er braucht es nicht. Mhm. Und er braucht es schon überhaupt gar nicht, wenn die Partnerin das nicht will. Ich finde dann ganz einfach, dass man als Partner, ich weiß nicht, ob er mich jetzt auch hört, dass man als Partner dann auch Rücksicht auf die Partnerin nehmen muss. Ich finde, im Sexuellen kann man alles machen, wenn beide damit einverstanden sind. Aber dann ist das etwas, was er als riesengroßen Wunsch hat und den ich ihn einfach nicht erfüllen kann. Ja, aber weißt du, es gibt halt, man kann auch nicht immer alle Wünsche erfüllen. Dann gibt es halt auch die Überlegung, dass ich mir als Mann dann auch überlegen muss, okay, das mag meine Frau nicht, dann muss ich halt darauf verzichten, Punkt aus. Hm. Und ich finde, du solltest diese Angst, dann holt er sich das woanders, finde ich, solltest du nicht so hochschrauben. Mein Gott, nochmal, ihr habt ein Aber er hat das der hat es einmal schon so zu Wort gebracht. Ja, das finde ich eigentlich traurig. Ja, das finde ich traurig. Wir haben eigentlich eine super glückliche Ehe, nur bis auf dieses Thema. Habt ihr denn sonst auch so Analsex miteinander, normalen Anal? Ja. Das habt ihr schon. Und magst du das denn? Das mag ich, Das magst du. Okay, also hast du ja schon, ist es ja schon mal ein Kompromiss. Wenn du jetzt gesagt hättest, ich mag das alles überhaupt nicht in dieser Region, dann wäre es ja vielleicht noch schlimmer für ihn. Nein, ich finde, wenn er auch diesen Spaß an solchen Sachen hat, dann muss er diesen Spaß unterdrücken, wenn seine Frau, die er liebt, so er sie denn liebt, das nicht mag. Und dann holt man sich das auch nicht woanders. Dann unterdrückt man das ganz einfach. Aber wenn man etwas immer unterdrückt, das ist ja auch nicht in meinem Sinne, dass er das unterdrückt, weil Aber Anja, ich hab dir gerade, ja klar, weißt du, wenn es jetzt irgendwie eine große, große sexuelle Ausrichtung wäre, die kann man nicht unterdrücken. Aber ich sag's nochmal, irgendwelche Spielklötzchen in den Po zu stecken, das ist keine schlimme Sache, so etwas zu unterdrücken. Das ist doch eine Spielart, eine kleine sexuelle, eine Kapriole der Analerotik, sage ich jetzt mal. Hm. Es ist super schade, dass ich nicht mit ihm sprechen kann. Ich würde mal gerne hören, was dahinter steckt oder was da noch für Sehnsüchte sind. Ich würde euch dringend raten, wenn ihr beiden, du sagst, ihr führt eigentlich eine glückliche Ehe. Ja. Sagst du. Und ihr seid glücklich mit eurem Kind und alles ist eigentlich in Ordnung. So, dann kann natürlich sowas, wenn sich das noch steigert, kann schon einen schweren Schatten auf die Beziehung werfen, auch auf eure Sexualität. Ja, das fängt ja jetzt an und das ist das ja, seitdem man sich so sehr drauf versteift. Ja, also dann fände ich wirklich ganz, ganz dringend angemessen, wenn ihr beiden, wenn ihr euch gut versteht und euch mögt, wenn ihr zu einer Sexualberatungsstelle gehen würdet und mal ganz offen zu dritt sprecht mit einem Fachmann. Du weißt, wie Männer sind. Ich weiß, wie Männer sind, ja. Den würde ich niemals dahin kriegen. Der meint, da gehen nur Bekloppte hin und das brauchen wir alles nicht. Immerhin darfst du hier anrufen und dich mit einem wildfremden Mann über so eine intime Sache aus eurer Ehe unterhalten.
Ja, das war jetzt aber auch nur, weil ich wirklich drauf bestanden habe. Ja, also in Anbetracht dessen, dass er ja auch immer noch mich hört, möchte ich auch nochmal wirklich an dich, an Patrick appellieren, wenn dir deine Frau wert ist und deine, ich nehme das ja ernst, wenn du so eine Lust hast, ich will es ja gar nicht runterreden, aber du musst es auch ernst nehmen, wenn deine Frau überhaupt nicht draufsteht. So, und wenn du meinst, dass man sich vielleicht irgendwie treffen könnte, dann verdammt nochmal, dann geht doch mal hin zu so einer Stelle, ihr habt doch überhaupt nichts verloren, gar nichts zu verlieren da. Überhaupt gar nichts. Da sitzt ein Typ oder eine Frau, die ist kompetent wie ein Arzt und da redet man mal drüber. Da kann man auch wieder gehen, wenn man die Faxen dicke hat. Da kann man aufstehen und gehen. Aber es ist doch eine Chance, dass ihr beide vielleicht irgendwie wieder mit eurer Sexualität ins Gleichgewicht kommt. So besteht die Gefahr, dass eure Sexualität auseinanderdriftet und somit auch einen Schatten auf eurer Ehe liegt. Aber diesen Kompromiss überhaupt schon einzugehen, dass ich wenigstens bei dir anrufen kann. Mhm. Und eigentlich wollte er ja auch erst mit dir reden, aber jetzt tut das ja auch nicht. Mhm. Ja, aber er hat jetzt zugehört und mehr kann man ja jetzt gar nicht machen. Ich kann nur an dich appellieren. Ich würde das nicht mit mir machen lassen an deiner Stelle. Wenn du keinen Spaß daran hast, Punkt aus, dann ist das Argument. Da gibt's auch nichts mehr zu reden. Ja, aber ich hoffe einfach drauf, dass wir uns dann so einfach einigen können. Vielleicht, wenn ich das vielleicht oft genug mache, dass das mir vielleicht doch irgendwann gefällt, dass wir dann... Nee, ich glaube, dass du es genügend jetzt schon ausprobiert hast und auch getestet hast, ob das dein Ding ist. Ich glaube, dass man so etwas auch fast gar nicht groß ausprobieren muss, um zu sagen, ob man das mag oder nicht mag. Ich finde, da ist muss er einfach respektieren, was du denkst und empfindest. Liebe Anja, sollen wir dir denn mal eine Sexualberatungsstelle noch geben? Oder ist es sinnlos? Ja, einfach mal vielleicht die Nummer oder so, dann genau. Kann ich das mit ihm ausdiskutieren. Genau. Dann machen wir es gut. Dann legst du bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Gut, okay, danke. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Und weiter geht's mit Timo. Timo ist 30. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Hallo Timo. Ja, die dunkle Seite deiner Partnerin. Reden wir über deine Partnerin? Nee, über mich. Über dich? Ja. Du bist der Partner. Ja, ich hab eine dunkle Seite an mir, ja. Aha. Und zwar, ich bin seit 5 Jahren, fast 6 Jahren verheiratet. Mhm. Und hab seit 2,5 Jahren nebenher noch eine Affäre mit einer 18-Jährigen. Mhm. Wie alt ist deine Frau? Meine Frau ist so alt wie ich. 30 Jahre. Mhm. Seit 2,5 Jahren eine Affäre, also eine richtige Liebesbeziehung oder eine reine Sexgeschichte? Am Anfang war es eine reine Sexgeschichte. Mhm. Jetzt mehr oder mehr, fragt mich nach Zukunft und stellt sich auch schon Hochzeit und Kinder und alles Mögliche vor. Weiß sie denn, dass du in einer Ehe bist? Nee, sie weiß nichts. Achso, das heißt, die Junge, also deine Geliebte weiß nichts von der Frau und die Frau nichts von der Geliebten. Genau. Du belügst also alle Frauen gleichzeitig. Ja. Hast du mit deiner Frau zusammen ein Kind? Zwei Kinder. Zwei Kinder sogar? Zwei, ich vermute, kleine Kinder. Ja. Ja. Wie oft siehst du deine Geliebte? Ich nenne es mal Geliebte, dann kann man es besser auseinanderhalten. Fast täglich. Fast täglich? Weil ich zur Arbeit gehe. Arbeitest du mit ihr zusammen? Nee. Bevor ich zur Arbeit fahre, gehe ich erst zu ihr und dann gehen wir meistens direkt in die Kiste. Vor der Arbeit noch? Vor der Arbeit? Ja. Weil sonst bleibt groß keine Zeit, über Nacht kann ich nicht wegbleiben. Aber was denkt sie denn, die Geliebte, wenn sie nichts von deiner Frau weiß, dass sie zum Beispiel dich nie besuchen kann und wie du lebst und wo du wohnst und wie du wohnst? Tja, das ist eine gute Frage. Es wird immer mehr schwer, das irgendwie zu verheimlichen. Ja, wie erklärst du das denn, dass du sie nie mit zu dir nach Hause nehmen kannst? Dass ich einfach am Arbeiten bin. Dass du immer am Arbeiten bist? Dass du immer am Arbeiten bist? Ich habe ihr erzählt, dass ich immer im Krankenhaus arbeite, als Arzt. Ja, aber da hat man doch auch ein Zimmer oder eine Wohnung irgendwo. Ja, aber ich bin einfach immer am Arbeiten, habe ich ihr weiß gemacht. Ja, das ist aber seltsam. Es gibt auch Wochenende, es gibt Silvester, es gibt Weihnachten. Du bist doch nicht immer... Das glaubt sie dir so? Am Anfang ja, aber in der Zeit, also jeden Tag kommen neue Fragen, Zukunft, alles mögliche eigentlich. Na, also ich wundere mich total, wenn ich jetzt deine
da in der Rolle deiner Geliebten wäre, wäre mir das komplett seltsam, wenn ich 2,5 Jahre nicht die Wohnung meines Freundes gesehen hätte. Ja, ich habe sie immer probiert abzuleugnen, dass man es im Hotel treffe oder... Meinst du nicht, dass die misstrauisch ist, dass da irgendwas noch läuft bei dir? Ich weiß es nicht. Also vielleicht dadurch, dass sie mich immer über Zukunft anspricht, über Hochzeitspläne und über Kinderpläne, vielleicht dadurch. Und deiner Frau gegenüber, wie verhältst du dich da? Bist du da freundlich oder bist du da eher so ein bisschen verspannt, wenn du mit der zusammen bist, wenn du abends nach Hause kommst? Also wenn ich mit dir zusammen bin, fühle ich mich eigentlich recht wohl, muss ich sagen. Aber sobald es dann irgendwie um sexuelle Geschichten geht, dann bin ich total, ja, total anders, um 180 Grad. Total anders. Das heißt, du bist im sexuellen Sinne nicht glücklich mit und bei deiner Ehefrau? Ja. Was fehlt bei der Ehefrau? Ich kann nur sagen, das, was ich bei der 18-Jährigen habe, einfach dieses frische, dieses junge Gefühl, jung zu sein. Das habe ich bei ihr dann wahrscheinlich einfach bei meiner Frau einfach nicht. War das denn bei deiner Frau, du sagst 5 Jahre seid ihr zusammen? War das am Anfang anders? War da auch mehr Pfeffer in der Suppe? Oder war es am Anfang schon? Die erste Zeit eigentlich schon. Ja. Aber so mit der Zeit kam dann der Alltag und ja, und dann kamen die Kinder, Zwillinge auch noch. Und wo man ja sehr beansprucht ist mit kleinen Kindern. Ja, ja. Wie machst du das denn, wenn du, ich gehe mal davon aus, dass du in den letzten 2,5 Jahren mit deiner Familie, mit deiner Frau, auch mal in Urlaub gefahren bist. Ist das so? Es war oft Thema, aber wenn es dann darum ging, habe ich immer gesagt, ich habe kein Geld dafür oder wir haben es nicht. Ach so, das heißt du, deshalb, um immer auch bei der Jungen sein zu können, seid ihr gar nicht erst in Urlaub gefahren? Genau. Wäre ich mit meiner Frau, mit meiner Familie in Urlaub gefahren, ja, hätte es mit meiner Affäre nicht geklappt. Nun hören wir ja hier fast täglich irgendwelche Aufdeckungsgeschichten durch Funktelefon, durch SMS und so etwas. Das machst du aber ganz geschickt, dass da noch nicht die eine oder die andere irgendwie skeptisch geworden ist. Ich habe 2 Handys. Ja. Und das eine Handy, die eine Handynummer hat dann nur meine Affäre und die andere wiederum nur meine Frau. Und sieht deine Frau nicht, dass du 2 Handys hast? Das weiß ich nicht. Also hast du da ein perfektes Lügengebäude und da ein perfektes Lügengebäude? Ja. Das Leben stelle ich mir sehr stressig vor. Das ist es auch ziemlich. Also es arbeitet ziemlich an meinen Nerven und ich. Abgesehen davon, dass man sich, wenn man sich in den Spiegel anschaut, wie der letzte Arsch vorkommen muss, oder? Ja. Ne? Ja, wenn ich schon morgens aufstehe, dann das Erste, was mir durch den Kopf geht, ist, so kann es nicht mehr weitergehen. Wen liebst du denn mehr? Das ist eine gute Frage. Wenn ich erwarte eine gute Antwort. Ja, wenn ich bei der 18-Jährigen bin, dann habe ich da dieses Gefühl, was ich schon lange nicht mehr hatte. Und wenn ich bei meiner Frau bin, dann einfach diese Familie, meine 2 Kinder um mich herum, das Ich liebe beide eigentlich. Ja. Ich finde es eine schwache Leistung, die du da mir erzählst. Eine sehr schwache Sache. Eine schlimme Sache. Ja. Eine verdammt schlimme Sache. Du belügst 2 Frauen nach Strich und Faden. Du hast eine junge Familie. Du rennst zu der Jüngeren, weil die geiler ist. Ne? Wir wollen es offen aussprechen. Ja. Mit deiner Frau hast du 2 gesunde Kinder. Ja. Wie stehst du denn sonst zu deiner Frau? Ich stehe schon zu meiner Frau. Ist da Respekt, ist da Achtung, ist da eigentlich auch Liebe im Spiel noch? Ich denke schon Liebe auf jeden Fall. Aber das kam eine andere Art von Liebe. Eine andere Art von Liebe. Ja. Eigentlich, wenn man das so leicht entknäulen könnte, könnte man auch sagen, ihr seid gute Freunde. Und du könntest auf den Sex mit deiner Frau verzichten. Möchte ich nicht. Ach, möchtest du auch nicht? Nee, irgendwie ist, ja... Wie oft hast du denn Sex mit deiner Ehefrau? Sie will öfters als ich eigentlich. Und wenn es hochkommt, 3 oder 4 Mal im Monat. Macht dir das denn Spaß, wenn du mit deiner Frau Sex hast? Es kommt darauf an, ob ich vorher bei meiner
Affäre war oder nicht. Wenn du vorher nicht bei deiner Affäre warst, macht es dann Spaß oder macht es dann nicht Spaß? Es ist dann vielleicht, also macht es mehr Spaß. Achso, aber wenn du vorher da warst und mitgekriegt hast, wie das da abläuft, dann macht das nicht mehr so viel Spaß mit deiner Ehefrau. Das ist eine total verkrampfte Situation. Wenn du mit deiner Ehefrau schläfst, denkst du an deine Geliebte? Manchmal. Klingt alles nicht gut. Ist es auch nicht. Klingt alles nicht gut, Timo. Ja. Finde ich ganz schlimm, was du da machst. Ich muss dir das so offen ins Gesicht sagen. Ja, ich weiß es auch selber. Ich weiß es auch selber, dass es so nicht weitergehen kann. Und dir ist klar, was, wenn du das jetzt auflöst, dass alles ich kaputt... Alles ist kaputt. Und du bist dafür verantwortlich, du bist ein erwachsener Kerl von 30 Jahren. Ja. Da gibt's auch kein Mitleid. Ich weiß, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis ich dann irgendwie alles verliere. Das mache ich mir halt Gedanken um meine Kinder. Auch so jung. Mir ist das alles irgendwie schon bewusst, aber ich habe irgendwie einfach nicht den Mumm dazu zu stehen. Nein, du bist doch so eine schwache Nummer, weil du dich hast in so eine Konstellation einfügen lassen. Du hast dich in so eine Konstellation begeben. Und das ist ja nun mal gerade nicht ein paar Monate. Dann könnte man auch sagen, okay, komm, irgendwie kriegen wir es hin, Schwamm drüber oder so. Aber es ist ja eine richtig feste Sache von 2,5 Jahren schon. Ja. 2,5 Jahre. Das ist ja genau die Hälfte der Zeit, die du mit deiner Frau auch verbracht hast. Mit der bist du 5 Jahre zusammen. Ja. Wie soll denn das jetzt weitergehen? Wie denkst du dir das denn? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins, dass es so nicht weitergehen kann. Und dass ich das meinen Kindern nicht antun will, meiner Frau nicht und meiner Affäre auch nicht. Es ist wirklich ein ungeheurer Betrug an deiner Frau. Du bist ja auch nie innerlich wirklich bei deiner Frau, auch wenn du bei deiner Frau bist. Ja. Das ganze Leben organisierst du ja so, wie Stichwort mit dem Urlaub, dass das alles irgendwie noch wieder passt mit der Affäre. Ja. Und die Affäre ist so ein junges Mädel, die sich Hoffnung macht auf vielleicht eine gemeinsame Zukunft und die belügst du auch nach Strich und Faden. Ja. Weißt du, was eine Entscheidung eines ganzen Kerls wäre, wenn du beide Frauen verlassen würdest? Und dann ist noch die Frage, ob du deiner Frau den Schmerz antun sollst und ihr das erzählst, was da abgegangen ist die letzten 2 Jahre. Vor allem weiß ich auch nicht, wie ich hier das erklären soll. Ja, da gibt's doch nichts zu erklären. Da stehst du einfach nur wie ein begossener Pudel und musst sagen, das und das ist passiert und ich stehe jetzt dazu. Ja. Aber da stehst du vor einem Scherbenhaufen deines Lebens. Ja, weil ich weiß. Und da sind immer auch noch Kinder im Spiel, das finde ich so schlimm. Ja. Wenn es jetzt nur in Anführungszeichen um die beiden Beziehungen ging, aber da ist auch noch eine Familie, eine Zukunft, da die Kinder hätten gerne ihren Papa und... Hast du denn nicht mal irgendwann zwischendurch überlegt, die Junge zu verlassen? Ich war oft schon kurz davor, in vielen Situationen, wo es mir wirklich ziemlich dreckig ging. Du hast es aber keinmal gemacht, zumindest mal versucht zu machen. Du hast es immer nur gedacht. Ja, leider. Das war mein großer Fehler bis zum heutigen Tag. Ich sehe das alles selber ein. Ich weiß, es gibt auch keinen zu entschuldigen dafür. Klar. Also in deiner Haut möchte ich nicht stecken für die nächste Zeit. Was empfindest du für deine Kinder? Ich liebe es über alles. Und auch die haben so in den letzten Jahren... Wie alt sind die Kinder eigentlich? Die sind jetzt 2 Jahre. Zwei Jahre. Das heißt, du hast mit der Jungen angefangen, noch bevor die Kinder auf die Welt kamen. Das heißt, auch die Kinder haben dich nicht irgendwie dazu bewegen können, die Sache aufzuhören mit deiner Geliebten. War ich auch da schon, wie schon kurz davor. Ja, aber... Also, leider habe ich es da nicht geschafft. Das zählt jetzt nicht, wo du vielleicht mal kurz davor warst. Es zählen nur Fakten. Ja. Ich sag dir ganz offen, du kommst da überhaupt nicht gut raus. Überhaupt nicht. Du wirst den ganz bitteren Weg gehen müssen, indem du offen beichtest. Und deine Frau nur bitten kannst, dass ihr euch auf ein vernünftiges Verhältnis einigt im Sinne der Kinder, für die Kinder.
Mhm. Und den Rest musst du auslöffeln. Ja. Jetzt muss ich leider Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Kann ich noch jemand schnell grüßen? Ganz schnell. Grüß dich, Julia. Ich weiß, wer du meintest. Ich hoffe nicht, dass das die Geliebte war. Nee, das war eine andere. Ja, da sprechen wir also nicht drüber. Timo, alles Gute. Tschüss. Nein. In der Technik, Gero Kuntermann. Morgen sind wir nicht im WDR-Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht.